freue mich mega, dass das mit dem Treffen heute geklappt hat. Du bist einfach der erste soziale Kontakt, den ich außerhalb von Zoom treffe. Ja, ich freue mich auch mega. Wie läuft es denn überhaupt im Moment so bei dir? Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Also in den letzten 6 Monaten hat sich nicht so viel verändert. Also es war schon klar, dass die ersten beiden Semester halt online nur sind, aber mittlerweile ist es echt ein bisschen anstrengend. Ja, verstehe ich voll. Ich bin jetzt auch 3 Semester lang schon im Homeoffice und mittlerweile freue ich mich einfach wieder in die Hochschule zu gehen und endlich mal wieder eine Präsenzvorlesung zu haben. Naja, vielleicht im nächsten Semester. Und wie läuft es im Moment mit den Online-Plattformen so bei dir? Wie ist das da? Wieso komme ich denn jetzt schon wieder nicht in den Raum rein? Hallo? Hi, kommst du in den Raum rein? Hi, ja, ich bin schon drin. Warum? Okay, bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Oder haben wir doch über Zoom? Nee, Zoom wird doch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht benutzt. Aber es ist schon Big Blue Button. Bist du sicher, dass du im richtigen Kurs bist? Ja, wir haben doch jetzt Englisch, oder nicht? Ja, aber du musst über den anderen Link im Digiboard reingehen, nicht über den im... Im Digiboard? Oh Gott, da muss ich jetzt erstmal mein Passwort suchen. Oder ich kann dir noch schnell bei WhatsApp schicken. Ja, das wäre gut. Dankeschön. Gerne. Okay, bis gleich. Ciao. Wieso funktioniert das immer noch nicht? Ja, jetzt ist mir eigentlich auch egal. Ja, momentan klappt es eigentlich ganz gut, nur ich finde die ganzen verschiedenen Plattformen irgendwie ein bisschen verwirrend. Also wir haben BBB und dann haben wir Zoom und manche laden ja irgendwie die Videos auf YouTube hoch. Aber YouTube ist eigentlich ganz nice, weil da kann man die Geschwindigkeit ein bisschen höher stellen. Ja, das stimmt. Mittlerweile gucke ich die Videos einfach in zweifacher Geschwindigkeit. Ah, krass, okay, nee. Ich bin noch bei 1,5, aber das wird noch. Ja, aber ich bin froh, dass die Uni wieder angefangen hat. Ich finde, jetzt hat man wenigstens mal wieder einen Grund aufzustehen und der Tagesablauf wird ein bisschen geregelter. Naja, ich habe die Hoffnung, dass ich wenigstens zum 6. Semester vielleicht wieder an die Hochschule kann und vielleicht sind wir dann ja auch endlich alle geimpft. Ja, das wäre auf jeden Fall voll nice. Ich weiß auch nicht, ob ich meine Kommilitonen jemals irgendwie live sehen werde, aber die Unis werden bei den Öffnungsstrategien generell ja immer voll außen vor gelassen. Ich glaube, in unserem Stundenplan steht ab einer Inzidenz von 35, können wir wieder an die Hochschule, aber das ändert sich ja irgendwie eh gefühlt täglich. Deswegen. Ja, und dann macht jeder Prof das auch noch anders. Ich meine, wir haben letztes Mal
im Semester erst eine Stunde vorher erfahren, dass eine Prüfung, die eigentlich in der Hochschule sein sollte, dann online war. Und ich hatte eine Präsentation und dann musste ich alles komplett umstellen und es war alles sehr stressig. Und dann in der richtigen Prüfungsphase haben wir auch irgendwie erst 2 Wochen vorher erfahren, dass die ganzen Prüfungen online stattfinden. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich die Prüfungsphase überlebt habe. Ja. Es war auf jeden Fall interessant. Mist, wo ist denn jetzt der Link zur Klausur? Vielleicht doch im Opal? Nee. Ah, hier ist sie. Link zur Klausur im Digiboard. Oh, das Passwort habe ich letztens noch gesucht. Wieso scannst du nicht? Genau jetzt funktioniert's nicht, ne? Okay, ich mach das mit dem Handy. Und Upload. Oh mein Gott. Du, ich glaube, ich muss jetzt aber los. Ich habe gleich noch eine Vorlesung und danach noch ein Projektmeeting. Ah, ich habe gleich auch noch ein Meeting. Aber cool, dass es geklappt hat. Und auf jeden Fall danke für den Kaffee. Sehr gerne. Immer wieder gern. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal irgendwie nächste Woche. Ja, kommt halt drauf an, ob sich die Sachen nochmal verändern. Vielleicht dürfen wir uns dann gar nicht mehr treffen. Vielleicht können wir uns auch über Zoom treffen. Oh nein, bitte nicht noch mehr Zoom-Meeting. Ja.